Wir kommen zum nächsten Thema. Und ich beginne einfach mal mit einer Schlagzeile, die ich in den letzten Tagen aufgeschnappt habe. Der Sommer 2022 war der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Er war geprägt von mehreren sehr starken Hitzewellen und von großer Trockenheit. Und infolge der Hitze und Dürre kam es zu vielen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zum Beispiel, bis hin zu Todesfällen, aber auch auf die Energieversorgung, die Wasserversorgung von Kommunen und natürlich auch auf die Landwirtschaft. Was wiederum den Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine noch weiter verstärkt hat. Die Ursache für den Hitzesommer 2022 und viele heißer Sommer davor ist mit großer Wahrscheinlichkeit der vom Mensch verursachte Klimawandel. Und wir fragen nun, wie wirkt er sich auf die Landwirtschaft aus? Nicht nur in Europa, nicht nur heute und in diesem Jahr, sondern auch in Zukunft und in anderen Teilen der Erde. Und das möchten wir wissen von Herrn Professor Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, einem der renommiertesten Forschungsinstitute zum Thema Klimafolgen weltweit. Auch Herrn Lotze-Kampen möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Herr Lotze-Kampen hat an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Agrarwissenschaften und an der Universität Reading in England Agrarökonomie studiert. Als Doktorand war er an der Uni Kiel, an der Universität von Minnesota in den USA und an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er dann auch 1998 in Agrarökonomie promovierte. Danach arbeitete er zunächst bei Astrium, einem europäischen Raumfahrtunternehmen, an der kommerziellen Nutzung von Satellitendaten für die Landwirtschaft. Anschließend war er als Landwirtschaftspolitikberater für die EU und die Weltbank tätig, ehe er 2001 ans Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wechselte. Dort hat er ein globales Simulationsmodell entwickelt, mit dem verschiedene Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und Klima untersucht werden können. Heute leitet Herr Professor Lotze-Kampen die Forschungsabteilung Klimaresilienz des PIC. Außerdem ist er Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und auch das darf ja vielleicht erwähnt werden, seit 2018 gehört er in seinem Themenbereich zu den meistzitierten Wissenschaftlern. Herr Lotze-Kampen, ich heiße Sie herzlich in unserer Runde bei unserer Tagung willkommen. Ich danke auch Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen und uns jetzt Ihren Vortrag halten zum Thema Welternährung im Hitzestress, der Klimawandel und seine Folgen. Bitte schön. Ja, guten Tag, Herr Göpfert. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Sehr gut. Na, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ist auch schön, direkt nach Stefan von Kramon zu sprechen, der mich vor ganz, ganz langer Zeit mal als studentische Hilfskraft eingestellt hat an der Uni Kiel. Das ist also eine sehr schöne Verbindung. Ich habe mich gefreut über die Einladung. Ich mache den Vortrag heute ohne Folien, weil ich nicht ganz sicher war wegen Bildrechten etc., weil das ja aufgenommen wird. Aber wenn es dann ins Netz gestellt wird, so, dann kann man das ja auch nachhören. Ich würde gerne hinweisen auf den letzten IPCC-Bericht, also der sechste Bericht des Weltklimarats. Da kann ich nachher noch einen Link in den Chat stellen zu dem Kapitel Ernährung und Klimawirkung aus der Arbeitsgruppe 2. Und wenn möglich, werde ich im Nachgang vielleicht auch noch einen Link zu einem MOOC, einem Massive Open Online Course stellen. Aber ich weiß nicht, ob dieser Link schon fertig ist. Da habe ich wurde mit mir so ein 10-Minuten Video zu den Kernaussagen des aktuellen IPCC-Berichts aufgenommen. Ich habe nochmal nachgefragt, ob das schon online steht. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Aber gut, ich hoffe trotzdem, dass das hilfreich ist. Und möchte beginnen, erstmal ein bisschen über die generellen Herausforderungen in Bezug auf Klimawandel zu sprechen. Gerade in diesem Jahr ist ja der sechste Sachstandsbericht des Weltklimarats, des IPCC, herausgekommen, auch unter intensiver Beteiligung von Forschenden hier am PIC, am Potsdam-Institut. Seit vielen Jahren entwickeln wir modellbasierte Szenarien, die von den IPCC-Berichten aufgenommen werden in den verschiedenen Bereichen. Und
ja, sowohl zu Fragen von Klimawirkung auf die Landwirtschaft als auch zu Fragen der Emissionsreduktion und auch nachhaltiger Entwicklung. Ja, was sind so die Kernaussagen, Erkenntnisse dieses sechsten Sachstandsberichts? Die Treibhausgasemissionen steigen weiter an, sowohl bei CO2, also Kohlendioxid, bei Methan und bei Lachgas. Kürzlich wurde gemeldet, dass 2021 sogar ein Rekordanstieg zu verzeichnen war. Also die Menschheit, die menschliche Gesellschaft ist in keiner Weise auf einem Pfad, der jetzt in Richtung Reduktion der Emissionen geht und damit Begrenzung des Klimawandels. Wir bewegen uns nach wie vor auf einem Pfad, den wir gerne als Business as usual nennen, also so weiter wie bisher. Also wir sollten uns keinen zu großen Illusionen hingeben. Es gibt natürlich erste Anstrengungen in der Politik und wir haben jetzt eine Klimaschutzgesetzgebung in Deutschland, aber es ist noch nicht ein Peak, ein Höhepunkt der Emissionen erreicht. Und das heißt auch, dass die in 2015 in Paris vereinbarten Ziele zur Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad, besser noch 1,5 Grad globaler Erwärmung, immer schwieriger zu erreichen sein werden. Also diese Ziele, die sind ja völkerrechtlich verbindlich getroffen worden und es fehlt aber ganz klar an Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Also man kann zusammenfassend sagen, wir sind in keiner Weise jetzt auf dem Pfad, der uns schnell dem näher bringen würde. Also umso dringender ist hier Handlungsbedarf. Und das ist auch wichtig für die Landwirtschaft, denn diese sowohl die Anpassung an den Klimawandel als auch die Begrenzung der Emissionen wird extreme Herausforderungen für alle Sektoren der Gesellschaft mit sich bringen, einschließlich Ernährung und Landwirtschaft. Es ist eben nicht so, dass das Klimaproblem jetzt, ich sag mal, alleine im Energiesektor und durch Reduktion der fossilen Energieträger zu lösen wäre. Die Ernährung, Landwirtschaft und Ernährung, wenn man den ganzen Sektor betrachtet, sind insgesamt für circa ein Drittel der gesamten globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und ohne eine substanzielle Reduktion der ernährungsbedingten Emissionen sind also diese Klimaziele auch nicht zu erreichen. Und das ist eben wichtig zu wissen, weil wir das bei den zukünftigen Entwicklungen in der Landwirtschaft immer mitbedenken müssen. Also es gibt Herausforderungen für die Landwirtschaft sowohl auf der Seite der Anpassung an den Klimawandel als auch auf der Seite der Vermeidung von Emissionen. Es geht nicht mehr um entweder oder. Viele Jahre wurde das so diskutiert, naja, entweder wir warten ab und passen uns dann später an oder wir fangen ganz schnell an, Emissionen zu vermeiden. Wir werden beides brauchen. Die starke Vermeidung von Emissionen ist absolut zentral. Aber an den verbleibenden Klimawandel muss sich auch die Landwirtschaft dann immer noch anpassen. Was auch wichtig ist, immer wieder zu betonen, das schließt auch ein bisschen an die Vordiskussion an, von diesem Drittel an gesamten Emissionen aus der Ernährung entfallen dann ungefähr wiederum 70%, also ein substanzieller Anteil in irgendeiner Form auf die Tierhaltung, also mittelbar oder unmittelbar aus der Tierhaltung in Form von Methan- und Lachgasemissionen, einschließlich Futtermittelproduktion. Also der Großteil der Emissionsreduktionsleistung muss tatsächlich auf der Seite der Tierhaltung erfolgen. Aber das Kernthema heute ist ja eher Klimawirkung und Anpassung. Und deswegen will ich ein paar Fakten nochmal vorwegschieben. Was erwarten wir jetzt im Zuge der Klimaveränderungen? Die Temperaturen steigen natürlich weiter an und da sind wir beim Thema, ein Extremsommer jagt den nächsten, aber auch die Winter werden milder. Also auf der einen Seite haben wir auf jeden Fall einen stetigen Anstieg der Temperaturen. Damit einhergehend verändern sich Niederschlagsmuster. Beim Niederschlag ist dann schon schwieriger, weil die Vorhersagen, die Projektionen zu Niederschlägen sehr viel komplexer als bei den Temperaturen. Das ist regional sehr unterschiedlich, auch kleinräumig sehr unterschiedlich. Aber Niederschlagsmuster verändern sich auf jeden Fall und die Vegetationszonen verschieben sich. Und das sind alles auch relevante Aspekte natürlich für die Landwirtschaft. Was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass durch die höheren Temperaturen sich die Verdunstung und die sogenannte Evapotranspiration, also Verdunstung und Transpiration von Pflanzen, erhöht mit den höheren Temperaturen. Das heißt, selbst in Regionen, in denen sich die Niederschläge vielleicht nicht verändern,
die aber relativ trocken sind, wird die Verdunstung ansteigen und die Netto-Wasserverfügbarkeit, die Wasserbilanz sich verschlechtern. Ja, und das ist in Regionen, jetzt zum Beispiel in Brandenburg, wo ich hier lebe, die sowieso schon relativ trocken sind. Also wenn, selbst wenn die Niederschläge im Durchschnitt konstant blieben, bei steigenden Temperaturen ist am Ende weniger Wasser verfügbar, weil die Verdunstung stetig steigt. Und das ist einer der Effekte, den wir jetzt schon beobachten. Der Wasserspiegel von vielen Binnenseen sinkt ab. Und sowieso sind inzwischen viele der Effekte, die wir im Zuge des Klimawandels erwarten, ja auch schon direkt beobachtbar und auch mit diesen Veränderungen in Verbindung zu bringen. Also Verdunstung steigt, das ist auch wichtig für die Landwirtschaft. Und dann natürlich ein Kernpunkt ist die Zunahme von Extremereignissen und Wettervariabilität. Und das ist was auf der einen Seite noch immer weiter erforscht wird, was extrem komplex ist und was natürlich gerade für die Landwirtschaft auch direkten Einfluss hat. Also es ist eben so, um diesen steigenden Erwärmungstrend erhöht sich die Variabilität und steigt die Wahrscheinlichkeit von Extremen. Und um das mal als Beispiel klar zu machen, wenn Sie durchschnittlich 700 mm Jahresniederschlag haben, wie in vielen Regionen in Deutschland, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob Sie relativ eng um diesen Mittelwert pendeln oder ob Sie 4 Jahre lang hintereinander nur 400 mm im Jahr haben und dann oder 3 Jahre lang 400 mm im Jahr haben und dann 3 Jahre lang 1000 mm im Jahr haben. Und das kann eben alles passieren und das ist immer ein bisschen die Problematik, wenn man so von Durchschnittswerten spricht, wenn ich jetzt über die landwirtschaftliche Produktion spreche. Und das gilt weltweit, dann spielt es eben schon eine Rolle, wie genau ist das Wetter in meiner Region und wie oft nacheinander habe ich irgendwelche Extremereignisse. Das mache ich jetzt nur an diesen Beispielen klar, weil man auch dazu sagen muss, diese Effekte wird man nicht präzise vorhersagen können, sondern man muss sich dann in der Landwirtschaft darauf einstellen, dass man einfach eine höhere Variabilität von Jahr zu Jahr hat. Und das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Eine Ursache davon sind sogenannte blockierte Wetterlagen. Das ist auch eine relativ neue Erkenntnis, zum Teil auch aus unserem Institut. Sie haben wahrscheinlich von den Erwärmungen, von den Veränderungen der Jetstreams gehört, also dieser schnellen Luftbewegung in der hohen Atmosphäre. Das hat damit zu tun, dass sich die Arktis schneller erwärmt als unsere mittleren Breiten hier. Die Geschwindigkeit dieser Jetstreams verändert sich. Und es steigt jetzt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Wetterlage wochenlang an derselben Stelle liegt. Und das hat sehr wahrscheinlich auch mit der Erwärmung der Atmosphäre zu tun. Ja, und das kann dann dazu führen, und auch das gilt jetzt fast überall in der nördlichen Hemisphäre, also auch wiederum in anderen Weltregionen, das kann dann dazu führen, dass entweder ein Hochdruckgebiet oder ein Tiefdruckgebiet lang an derselben Stelle liegt und dann gibt es eben so Effekte. Das kann dann zum einen eine lange Hitzeperiode im Sommer sein oder eine lange Trockenperiode. Das kann aber auch eine relativ lange Spätfrostperiode noch sein. Und auch das ist sehr tückisch für die Landwirtschaft. Das wissen alle, ich selber komme aus der Landwirtschaft, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber das weiß jeder, der damit beschäftigt ist. Also solche Veränderungen, die dann auch von Jahr zu Jahr noch unterschiedlich sind und solche langanhaltenden Extreme sind auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und was auch der Fall ist, diese Art von Extremen, die können mehr oder weniger überall auftreten. Also was wir am Ahrtal letztes Jahr gesehen haben, so eine massive Niederschlagsverhältnisse oder aber auch langanhaltende Dürreperioden, das ist nicht vorhersehbar. Das kann überall im Prinzip auftreten und dann hängt es von den lokalen Bedingungen ab, ob ich jetzt im Gebirge bin oder im Flachland, wie stark dann die Auswirkungen sind. Und ein interessanter Aspekt, der dann wieder in Bezug zu den Klimazielen hat, ist die Aussage, jedes Zehntel Grad zählt. Ja, also wenn wir über 1,5 oder 2 Grad Erwärmung sprechen, mit jedem Zehntel Grad, dass wir diese Ziele überschreiten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von diesen Extremereignissen und erhöhen sich die Herausforderungen. Bis hin zu diesen sogenannten Kipppunkten, dass über bestimmten Temperaturniveaus dann gesamte Teile des Klimasystems völlig umschwenken. Zum Beispiel der indische Monsun sich verschiebt oder instabil wird und vom indischen Monsun hängen direkt und indirekt circa 2 Milliarden Menschen mit ihrer Ernährung ab, wenn dieses Muster aus Trockenperiode Trockensaison, Regensaison sich verändert oder sogar zusammenbricht, dann kann das eben massive Effekte auf die Ernährungssicherheit
Ernährungssicherheit haben. Abschließend zu diesem Teil will ich dann noch sagen, wir müssen auch noch mit weiteren Überraschungen aus der Forschung rechnen, ja, mit diesen dynamischen Prozessen, wie mit diesen blockierten Wetterlagen, da wissen wir sicherlich noch nicht alles. Und je mehr sich diese Dynamik erhöht, desto mehr überraschende Effekte können wahrscheinlich noch auftreten. So, was sind jetzt die Auswirkungen konkret auf die Landwirtschaft? Hohe Temperaturen sind natürlich besonders schädlich in den Zonen, wo es jetzt bereits heiß ist, weil dann tendenziell kritische Temperaturen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen überschritten werden. Das kann zwar tendenziell positiv sein in den höheren Breiten, in Skandinavien, wodurch jetzt höhere Temperaturen die Vegetationsperiode sich verlängert und neue Anbauoptionen entstehen, aber in vielen Regionen der Welt, gerade in ärmeren Regionen, werden dann oft kritische Temperaturen überschritten. Also zum Beispiel extrem hohe Temperaturen während der Blütezeit verschiedener Kulturarten bei Getreide. Wenn sie genau in der Blütezeit extrem hohe Temperaturen haben, dann zerplatzen die Pollen und der Ernteertrag geht massiv zurück. Also diese Extreme, je nach lokalen Bedingungen, können sich eben massiv auf die Erträge auswirken. Aber auch sowas wie mildere Winter, die wir immer mehr und immer öfter kriegen werden, in Kombination dann mit auftretenden Spätfrösten, können eben auch Herausforderungen sein, weil die Pflanzen dann schon weiterentwickelt sind über den milderen Winter und dann wirkt ein Spätfrost umso schädlicher. Zu viel oder zu wenig Wasser, das ist natürlich für die Landwirtschaft auch extrem wichtig. Ich hatte gesprochen von diesem im Durchschnitt 700 Millimeter und dann mit einer Spannweite zwischen 400 und 1000, wenn es dann sehr trocken oder sehr nass ist. Das beides kann eine große Herausforderung sein. Wasserknappheit in manchen Regionen, zum Beispiel im Mittelmeerraum oder im südlichen Afrika, wo die Projektionen relativ stabil sind. Wasserknappheit ist direkt natürlich ein Problem, aber auch im Zuge der Bewässerung. Künstliche Bewässerung ist extrem wichtig für Produktionssysteme in vielen Regionen der Welt. Haben einen substanziellen Anteil an der globalen Nahrungsmittelproduktion. Wenn Wasser knapp ist, dann fällt auch Bewässerung, künstliche Bewässerung als Anpassungsoption dann aus oder generell muss Bewässerung eingeschränkt werden. Ganz generell kann man sagen, ich habe jetzt natürlich hier keine Karten zu präsentieren, aber das ist auch nicht ganz so einfach. Die ganz grobe Linie ist in tendenziell weltweit gesehen, da wo es schon feucht, jetzt schon feucht ist, wird es tendenziell noch mehr regnen und da wo es jetzt trocken ist, wird es tendenziell noch trockener werden. Das ist so eine ganz grobe Tendenz, die, glaube ich, ganz gut zu wissen ist, denn der Wasserkreislauf, der natürlich extrem wichtig ist für die Landwirtschaft, der ist natürlich geschlossen. Alles Wasser, was verdunstet, muss irgendwo wieder runterkommen und da verstärken sich so die Dynamiken im System. Zusätzlich wird es natürlich Veränderungen beim Krankheitsdruck geben von Pilzkrankheiten und anderen Krankheitserregern. Das ist aber auch noch nicht sehr gut erforscht. Es gibt nicht so ein ganz klares Bild. Die Pflanzenkrankheiten verschieben sich natürlich auch mit den Vegetationszonen. Da ist dann immer die Frage, wie gut kann man in die Produktionssysteme darauf reagieren. Aber zum Thema Anpassung komme ich gleich im nächsten Aspekt noch. Also der Krankheitsdruck wird sich durch die veränderten Klimabedingungen verändern. Zum Teil werden auch Veränderungen bei den Inhaltsstoffen und bei der Nahrungsmittelqualität erwartet, dass sich einfach die Zusammensetzung der Pflanzen durch die Temperaturen verändern. Und es gibt dann natürlich noch weiterführende Effekte, wie zum Beispiel die Hitzebelastung und Gesundheitseffekte für die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. Ja, in vielen Ländern der Welt, wiederum die ärmeren Länder, sind umso stärker betroffen. Viele Menschen müssen da mit Handarbeit draußen arbeiten. Und wenn die Temperaturen immer weiter steigen, hat man ja im Freien nicht die Möglichkeit, jetzt eine Klimaanlage anzuschalten, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Produktivität der Arbeitskräfte, der gesamten Produktionssysteme aus und kann dann direkt und indirekt auch zu Nahrungsmittelunsicherheit führen. Alle diese Effekte sind natürlich gerade in der Landwirtschaft immer sehr von den lokalen Verhältnissen abhängig. Also ob jetzt diese Klimaveränderungen irgendwo ein Problem sind,
hängt von den lokalen Bodenverhältnissen ab, hängt von den lokalen Produktionsverfahren ab. Generell kann man natürlich sagen, in den ärmsten Regionen ist die Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit am höchsten. Die Anpassungsmöglichkeiten sind tendenziell am geringsten. Aber auch da kann man nicht so einfach pauschale Aussagen machen, denn auf einem Standort mit relativ gutem Boden und vielleicht gut ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirten, Arbeitskräften, kann man vielleicht viel besser die entsprechende Veränderung abpuffern als in der Region, wo ich diese Möglichkeiten nicht habe. Also es ist nicht so einfach, jetzt einfach so pauschale, großflächige Aussagen dazu zu treffen. Natürlich ist es so, dass auch erwartet wird, da gibt es auch ein extra Kapitel im neuen IPCC-Bericht, zum gleichzeitigen Auftreten von Extremen und Missernten in mehreren Regionen. Also wenn wir jetzt häufigere Extreme haben, dann erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig in mehreren wichtigen Anbauregionen die Ernte schlecht ausfällt. Das Stichwort ist da so Multi-Breadbasket Failures, also der Ausfall der Ernte in mehreren Kornkammern, genau, das war das Wort, Breadbasket, Kornkammern, kann natürlich dann zu großen Herausforderungen, also zu Nahrungsmittelpreisausschlägen und verstärkten Auftreten von Ernährungsunsicherheiten führen. Also da ist so eine Verbindung zwischen den globalen Ernten und wiederum Auftreten von Extremen. Solange Extreme jetzt nur in einzelnen Regionen und nicht so häufig auftreten, ist es vielleicht noch relativ leicht, zum Teil auch über Handel abzupuffern. Aber wenn das häufiger und häufiger in gleichzeitig auftritt, dann kann das natürlich ein großes Problem werden. In der Landwirtschaft spielt dann natürlich noch der CO2-Effekt eine Rolle. Ist ja so, also das CO2 in der Atmosphäre treibt natürlich den Klimawandel an, verändert die Temperaturen, Niederschläge mit all den Auswirkungen. Aber das CO2 an sich wirkt natürlich erstmal positiv auf das Wachstum der meisten Kulturpflanzen. Ein bisschen unterschiedlich, ob es jetzt sogenannte C4- oder C3-Pflanzen sind. Die haben einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Aber tendenziell führt mehr CO2 in der Atmosphäre dazu, dass die Pflanzen erstmal besser wachsen. Das ist bei Bäumen so, das ist auch bei Kulturpflanzen so. Und da ist jetzt, also das kompensiert zum Beispiel teilweise den Hitzestress, weil der Wasserhaushalt der Pflanze sich verändert. Und da wird noch viel drüber diskutiert. Also es ist klar, dass der CO2-Effekt da ist, aber wie stark der sich auswirken wird und wie dauerhaft der sich auswirken wird, da gehen tatsächlich die Schätzungen auch in den verschiedenen Simulationsmodellen noch etwas auseinander, was dann zu relativ großen Unsicherheitsbalken in den Analysen führt. Wie groß ist jetzt in einem speziellen Klimawandelszenario sind jetzt die Ertragseffekte? Und tatsächlich ist es so, dass zum aktuellen Stand unter Einbeziehung des CO2-Düngungseffekts die Projektionen, die auch unter anderem meine Arbeitsgruppe mit erstellt, im langjährigen Durchschnitt und global gar nicht so extreme Ertragsausfälle feststellen. Und das ist natürlich interessant, weil wir uns ein bisschen fragen, ob wir da tatsächlich schon alle oder wir relativ sicher sind, dass wir nicht alle relevanten Effekte bisher berücksichtigt haben, weil gerade diese, wiederum sind wir bei den Extremen, die Aspekte wie extreme Niederschläge, extreme Temperaturen, generell extreme Ereignisse in diesen Simulationsmodellen, in den Vegetationsmodellen und auch in den Klimamodellen noch nicht ausreichend gut abgedeckt sind. Also insofern besteht auch da aus meiner Sicht kein Anlass zur Entwarnung. Und wie gesagt, es kommt dann auch wirklich bezüglich Ernährungsunsicherheit auf die lokalen Effekte an, die lokalen Auswirkungen und wie gut die Anpassungsfähigkeiten in den entsprechenden Regionen dann sind. Und auch hier komme ich wieder auf den Punkt zurück, jedes Zehntel Grad zählt, weil die Wahrscheinlichkeit, größere negative Auswirkungen zu vermeiden, steigt mit jedem Zehntel Grad Erwärmung, was vermieden werden kann. Ja, also selbst bei 2 Grad Erwärmung wird es Klimaveränderungen geben, die regional unterschiedlich ausfallen. Und je weiter wir darüber hinausgehen, desto größer werden die Probleme.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen zum Thema oder speziell zum Thema Anpassungsoptionen was sagen. Ich unterscheide da immer drei Ebenen. Die erste Ebene, an die man sofort denkt, ist natürlich Anpassung im, auf dem Level der, der Produktionssysteme, in der Produktionstechnologie, in der Technologie auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Und auch dies sind Aspekte, die im Grunde weltweit relevant sind. Insofern nehme ich die als ein paar allgemeine Punkte. Ein Aspekt ist das Thema Fruchtfolgen. Also in vielen Regionen, gerade in den intensiver produzierenden Regionen, haben wir ja heutzutage sehr, ich sag mal, spezialisierte Fruchtfolgen mit wenigen Kulturarten aus arbeitswirtschaftlichen Gründen. Und ich gehe davon aus, das sieht man zum Teil jetzt schon, dass es einen Trend geben wird zu wiederum mehr Vielfalt auf dem Acker, weil das Risiko mit zwei oder drei Kulturen in der Fruchtfolge hinsichtlich saisonal auftretender Extreme wird einfach steigen. Und wenn ich statt zwei oder drei, vier oder fünf Kulturarten in der Fruchtfolge habe, dann bin ich einfach nicht so anfällig für diese saisonalen Schwankungen, die ich auch schwer vorhersagen kann. Also vielfältige Fruchtfolgen kann eine Möglichkeit sein, auf diese Extremereignisse zu reagieren. Natürlich auch die Einführung neuer Kulturarten oder die Wiedereinführung von Kulturarten, die, die früher mal angebaut wurden. Also Hirse wäre jetzt für unsere Region hier ein Beispiel, wurde früher weiträumig angebaut, ist quasi vollständig verschwunden, ist aber eine sehr trockenresistente Kultur. Oder auch Kichererbsen zum Beispiel, südeuropäische Kultur, die auch zunehmend hier in unserer Region angebaut wird. Also egal, wo man ist, wird es immer Kulturarten geben, die man aus anderen Regionen heranziehen kann, die man dann lokal anpassen muss als Teil von neuen Fruchtfolgen. Züchtung spielt aus meiner Sicht eine extrem wichtige Rolle, hat schon immer eine wichtige Rolle bei der Produktionssteigerung der Landwirtschaft gegeben. Entwicklung von dürreresistenten, krankheitstoleranten, generell klimaresilienten Varietäten, also Sorten von den verschiedenen Kulturarten, halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Da wird ja auch schon viel dran gearbeitet. Aber man muss eben bedenken, dass die Züchtung natürlich einen langen Vorlauf hat und wir jetzt hier auch nicht zu viel Zeit zu verlieren haben. Insofern sind da sicherlich alle Anstrengungen sinnvoll, sich auf diese veränderten Bedingungen einzustellen. Bodenbearbeitung und mehr Bodenbedeckung kann wichtig sein, um gerade das Thema Wasser, Wassersparen und lokalen Wasserhaushalt zu verbessern. Bewässerung an sich, vor allen Dingen Präzisionsbewässerung, kann natürlich da, wo genug Wasser ist, da ist auch ein Weg sein, ein Produktionssystem anzupassen oder auch gemischte Kulturen, also Agroforstkulturen, Mischkulturen, was natürlich arbeitsaufwendiger, arbeitsintensiver ist, aber das sind alles Möglichkeiten, Produktionssysteme an andere klimatische Verhältnisse anzupassen. Ein zweiter Aspekt neben der Technologie geht mehr in Richtung Risikoabsicherung. Gerade bezüglich der Extreme denke ich, dass Aufbau von Frühwarnsystemen, auch Vorhersagesysteme für Ernteausfälle wichtig ist und dann auch die Diskussion von neuen Arten von Versicherungslösungen. Also mehr Gefahrenversicherungen werden seit Jahren diskutiert, sind auch in einigen Ländern bereits eingeführt. Das ist aber ökonomisch nicht ganz einfach, dass es auch tragfähige Lösungen sind. Ich bin jetzt da auch nicht so der Experte, aber ich halte das für eine interessante Diskussion, zumindest einen Teil der Einkommensrisiken durch diese Produktionsschwankungen auch durch Versicherungssysteme zumindest teilweise abzusichern. Und der dritte Aspekt, und auch das hat wahrscheinlich ein bisschen mit dem vorherigen Vortrag zu tun, ich halte regionalen und internationalen Handel für extrem wichtig als großräumige Anpassungsreaktion. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir häufigere Extreme haben, sind einfach offene Handelsbeziehungen, diversifizierte Handelsbeziehungen, zumindest für die Grundnahrungsmittel, aber darüber hinaus auch, aus meiner Sicht sehr wichtig, um bei diesen zunehmenden Herausforderungen zu des Klimawandels das globale Ernährungssystem flexibel zu halten. Handelsverflechtungen können Sie auch nicht von heute auf morgen aufbauen. Also die,
die müssen einfach gepflegt werden, damit man dann auch kurzfristig auf Ernteausfälle reagieren kann. Man sieht das ja jetzt ein bisschen an der Situation mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, was diese Störung von Handelswegen für Effekte haben kann. Und ich glaube, das unterstreicht ganz gut den Aspekt, dass das internationale Handel auch ein wichtiger Aspekt ist beim Thema Anpassung an Klimaveränderungen und Klimaextreme. So, ich komme jetzt zu meinem letzten Teil, wo ich noch ein bisschen Ausblick geben möchte zu dem Thema Synergien zwischen Klimawandelanpassung und Klimaresilienz auf der einen Seite und Emissionsreduktion und nachhaltiger Entwicklung allgemein auf der anderen Seite. Weil gerade im Bereich Landwirtschaft und Ernährung gibt es aus meiner Sicht eine ganze Menge von Optionen, wo es wichtig ist, nach diesen Synergien zu suchen, weil wir eben beides tun müssen. Wir müssen uns anpassen und wir müssen aber auch die Emissionen reduzieren und andere Nachhaltigkeitsziele mit zu erreichen. Und da, weil die Herausforderungen so groß sind, wie sie sind, ist es eben umso wichtiger, nach diesen Synergien zu suchen. Denn es gibt ja Wechselwirkungen zwischen Aspekten der Klimawandelanpassung, über die ich gesprochen habe, also zwischen Klimawandelanpassung, aber auch Aspekten wie Kohlenstoffspeicherung im landwirtschaftlichen System, Schutz der Artenvielfalt, der Biodiversität, Reduktion von Stickstoffüberschüssen und auch Einführung von erneuerbaren Energien. Und da, glaube ich, stehen wir noch ganz am Anfang. Und das ist aber eine interessante Vision nach vorne, in welche Richtung aus meiner Sicht sich landwirtschaftliche Produktionssysteme weiterentwickeln könnten und auch sollten. Um ein paar Beispiele zu nennen, ich hatte über vielfältige Fruchtfolgen als Anpassungsmaßnahme gesprochen. Gleichzeitig durch mehr Leguminosen zum Beispiel kann hier der externe Stickstoffbedarf reduziert werden und durch mehr Vielfalt auf dem Acker kann es auch positive Effekte auf die Biodiversität geben, was ja neben dem Klimaproblem ein weiteres großes globales Problem ist. Also dies erhöht tendenziell die Klimaresilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandel und hat weitere positive Nebeneffekte. Ein weiteres Beispiel, ein höherer Humusgehalt im Boden speichert Kohlenstoff, also kann als Kohlenstoffsenke dienen. Muss man ein bisschen aufpassen, wie groß das Potenzial ist, aber auf bestimmten Böden gibt es da schon Potenziale. Erhöht aber gleichzeitig die Wasserhaltefähigkeit des Bodens, also verbessert möglicherweise auch die Resilienz und die Anpassung an zum Beispiel Dürrephasen. Ein weiteres Beispiel, Hecken und Landschaftselemente, die ja vielfältig in vielen Regionen ausgeräumt wurden aus Wirtschaftlichkeitsgründen, können helfen, Winderosion zu reduzieren, erhöhen auch die Klimaresilienz, speichern auch Kohlenstoff in der Landschaft und bieten neuen Lebensraum für Verbesserung der Biodiversität. Also auch hier eine klare Synergie zwischen verschiedenen Zielen. Und ja, über das Thema Ernährung wurde ja vorher auch schon gesprochen. Eine Reduktion des Fleischverbrauchs und damit dann auch der Tierbesatzdichte, wenn man mal das Gesamtsystem ansieht, reduziert natürlich die Emissionen, reduziert auch den Flächendruck und schafft dann auch mehr Spielraum für Anpassung an Ertragsausfälle, aber wiederum auch Raum für mehr Biodiversität. Und ein letztes Beispiel, die Doppelnutzung von Flächen, ob das jetzt mit Agroforstsystemen ist oder mit Reihenkulturen oder auch mit erneuerbaren Energien, also Stichwort Photovoltaik kombiniert oder Photovoltaik auf Agrarflächen, Agro-PV, wo man Solaranlagen auf Stelzen baut, weiß ich, in 5 Meter Höhe, wo man darunter dann noch bewirtschaften kann, ist also erzeugt einerseits Energie in Ergänzung zu der Landwirtschaftsproduktion darunter, kann aber zum Teil, da gibt es ja jetzt auch schon Versuche, zum Teil auch zum Schutz vor Wetterextremen, vor zu großer Hitze oder auch vor Hagel dienen. Also auch hier eine ganz interessante Möglichkeit, verschiedene Effekte zu kombinieren. Aus meiner Sicht müssen alle diese verfügbaren Maßnahmen zur Anpassung und auch zu diesen Synergien weiterentwickelt werden. Ich hoffe, dass ich klar genug herausgestellt habe, dass die Herausforderungen riesig sind in jede Richtung.
Das geht hin bis zu der Frage so einer, der Frage auch der Raumplanung. Ich bin seit neuestem Mitglied im Beirat für Raumentwicklung am Bundesministerium für Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und ich glaube, wir müssen uns dahin entwickeln, dass wir diese multifunktionalen Landschaften weiterentwickeln, wo alle diese oder viele der Aspekte, die ich genannt habe, berücksichtigt sind. Ja, also die Kombination von klimaresilienten Agrarflächen mit anderen Landschaftselementen, mit erneuerbaren Energieträgern. Der Wald spielt auch noch eine wichtige Rolle. Also ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang, um solche Konzepte zu entwickeln. Und da stehen wir auch noch am Anfang, was mein Themenbereich, so die quantitative Modellierung und Szenarienentwicklung angeht, weil es einfach eine große Herausforderung ist, die Wechselwirkung zwischen diesen verschiedenen Zielen und Herausforderungen tatsächlich gut abzubilden. Ja, um dann zu schließen, ich kann mir vorstellen, vor dem Hintergrund dieser geschilderten Herausforderung, dass ein gutes Zielbild, also ich finde immer wichtig, wenn wir diese Diskussion führen, dass man auf der einen Seite klar macht, dass die Herausforderungen tatsächlich sehr, sehr groß sind, dass es aber auch nicht zielführend ist, jetzt Lethargie. Verzweiflung zu verfallen, ja Lethargie oder Verzweiflung zu verfallen, weil es muss ja, man muss ja Zielbilder entwickeln und für mich wäre ein Zielbild, sind also lokal angepasste, also an lokale Bedingungen natürlich gut angepasste, klimaresiliente, aber auch emissionsarme und kohlenstoffoptimierte Produktionssysteme. Ja, also Produktionssysteme, die an die lokalen Bedingungen, sozioökonomischen Bedingungen, klimatische Bedingungen gut angepasst sind, die resilient sind gegenüber diesen erwartbaren Klimaentwicklungen, die aber so wenig wie möglich Treibhausgase emittieren und auch als Kohlenstoffsenken in der Landschaft wirken, weil wir alle diese Elemente brauchen werden, um diese geschilderten Herausforderungen zu meistern. Damit bin ich am Ende dessen, was ich sagen wollte und bin ja auch ganz gut in der Zeit geblieben. Das heißt noch, wir haben noch genug Zeit, auf weitere oder auf Fragen hierzu einzugehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Sie sind wunderbar in der Zeit geblieben und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für auch Ihre sehr eindrücklichen Schilderungen, was die Herausforderungen betrifft, mit dem kleinen positiven Ausblick, dass man doch aber vielleicht Lösungen finden kann für die Probleme. Gleichwohl würde ich gerne mit einer Frage nochmal nachlegen. Haben Sie den Eindruck, Sie sind ja auch in der Politikberatung tätig und sagen ja auch, Sie kommen aus der Landwirtschaft, haben also vielleicht auch noch Kontakt zu verschiedenen Landwirtinnen und Landwirten. Haben Sie den Eindruck, dass das, was durch den Klimawandel da auf uns zukommt, in diesen Bereichen schon hinreichend angekommen ist? Also, dass es wirklich vielleicht nicht nur 5 vor, sondern schon 12 ist oder 5 nach 12. Wie schätzen Sie das ein? Das glaube ich auf jeden Fall. Tatsächlich bewirtschaftet die Familie, aus der ich komme, meine Schwester bewirtschaftet immer noch den Hof und der liegt tatsächlich 3 Kilometer hinterm Deich in Nordwestdeutschland. Das hat also auch interessante Aspekte hinsichtlich des Klimawandels. Ich glaube schon. Sie haben das ja am Anfang sehr schön gesagt. Ich bin jetzt ja schon seit über 20 Jahren am PIK und die Diskussion hat sich gewaltig verändert, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren. Also wir sind jetzt viel mehr bei der Diskussion, ja, die Herausforderungen sind da, sie kommen näher, sie werden stärker. Wir müssen was tun, so vor allen Dingen beim Thema Anpassung. Beim Thema Emissionsvermeidung, ja, würde ich sagen, im Prinzip auch, aber da ist natürlich schon noch eine starke Diskussion. Naja, gut, wie wichtig ist jetzt der Landwirtschaftssektor? Was kann man überhaupt tun? Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, denn alles, was ich gesagt habe, findet natürlich vor einem wirtschaftlichen Hintergrund statt. Ja, also die Betriebe, ich kann ja als Szenarienmodellierer leicht reden, aber wenn jemand auf dem Betrieb sitzt, muss er oder sie natürlich mit dem, was sie tun, auch noch Geld verdienen. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Also ich glaube schon, dass sich die Diskussion stark verändert hat, dass die Botschaften im Prinzip angekommen sind, aber die Umsetzung wirklich von ambitionierten Maßnahmen, ich glaube, da tun sich viele Akteure noch schwer mit. Ich meine, wenn Sie die Diskussion im Ahrtal sehen,
ja, waren jetzt die regionalen Akteure gut vorbereitet auf das, was da gekommen ist? Hätte man effizienter oder effektiver reagieren können? Ja, muss man diskutieren. Also ich glaube, die Diskussion ist im Gange und meine Diskussion auch mit Vertretern von Interessensverbänden etc. zeigen mir schon, dass die Erkenntnis angekommen ist. Aber ich sage mal, die Umsetzung von Maßnahmen sowohl auf der Anpassungsseite als auch auf der Vermeidungsseite ist sicherlich noch nicht ausreichend schnell. Also ja. Ja, jetzt hatten Sie am Anfang Ihrer Antwort auch so angedeutet, also bei der Anpassung ist man auch schneller d'accord, bei der Vermeidung noch nicht so, weil man eben nicht so genau weiß oder noch nicht so richtig sieht, wie groß denn da wirklich der Anteil der Landwirtschaft bei den Emissionen ist. Und da wollte ich nochmal auf eine Zahl zu sprechen kommen, die Sie in Ihrem Vortrag auch genannt hatten. Sie haben gesagt, laut IPCC wäre die Landwirtschaft global gesehen für ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Nun habe ich dann auch wieder ganz andere Zahlen gehört, dass das nur 12% seien, global. In Deutschland sind es sogar nur ungefähr 7%. Wie wird da gerechnet? Also was ist in diesem einen Drittel alles drin, was bei den 12% möglicherweise nicht drin ist, damit man einfach mal diese Zahlen besser versteht? Ich wollte noch, jetzt habe ich gerade vergessen zu Ihrem ersten Teil. Ich sage erstmal was zu den Zahlen. Ja. Genau, also die 7%, was Sie sagen, das ist, also ich habe gesagt, es gibt Emissionen. Ich habe über die Emissionen im Agrar- und Ernährungssektor insgesamt gesprochen. So, das ist ungefähr ein Drittel. Dann bei dem Bereich landwirtschaftliche Produktion gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die landwirtschaftliche Produktion als solche, also Methan- und Lachgasemissionen aus der Wiederkäuer, also der Tierproduktion, Rinder, Reisanbau, Stickstoffdüngung etc. Und dann gibt es natürlich den Aspekt Landnutzungswandel, also Nutzung von Flächen, also zum Beispiel tropische Entwaldung oder bei uns in Deutschland Nutzung von Moorflächen, ja, also trockengelegten Moorflächen. So, um das mal von unten aufzubauen, 7% ist der Anteil in Deutschland, der Anteil der agrarbedingten Emissionen von Lachgas und Methan an den gesamten deutschen Treibhausgasemissionen. Dazu kommen aber nochmal 5%, und dann sind wir nämlich bei 5% CO2-Emissionen aus den bewirtschafteten Moorflächen. Und das ist ein bisschen tückisch, das ist nämlich eine Buchhaltungsgeschichte. Es gibt diese zwei Segmente, die erfasst werden. Und die Methan und Lachgas werden als landwirtschaftliche Emissionen bezeichnet und die Mooremissionen als Landnutzungsemissionen. Und okay, wenn man das jetzt will, dann lässt man die dann raus. Aber im Grunde sind es 12% grosso modo in Deutschland, weil die Moorflächen werden fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Also es sind landwirtschaftliche Flächen. Das heißt, die muss man der Landwirtschaft auch zurechnen. Insofern reden wir über 12% in Deutschland landwirtschaftliche Produktion und Landnutzung von Moorflächen. Und da müssten Sie ja dann die Emissionen im Ernährungssektor, also Nahrungsmittelverarbeitung entlang der Kette, noch dazurechnen. Da weiß ich jetzt für Deutschland die Zahl nicht ganz so genau. Aber in Deutschland sind natürlich diese agrar- und ernährungsbedingten Emissionen im Anteil tendenziell geringer als global, weil einfach bei uns die industriellen Emissionen einen größeren Anteil haben. So. Und global ist es so, ungefähr ein Viertel, 24% der globalen Emissionen, das ist Landwirtschaft und Landnutzung, also Methan, Lachgas und dann tropische Entwaldung und Moorflächen. Und ungefähr 8% dazu noch, damit wir zu dem Drittel kommen, sind dann Emissionen aus der Nahrungsmittelverarbeitung, also wirklich dann bis zum Teller, bis zur Konsumseite. Mhm. Habe ich damit Ihre Frage? Ja, gemacht? Ja, durchaus. Das Einzige, was noch unklar ist, der ganze Maschineneinsatz für die Landwirtschaft verbraucht ja auch Energie. Die Produktion der Maschinen, die man für die Produktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse braucht und so weiter, das wird alles rausgerechnet. Also das wird immer dem Energiesektor zugeschlagen, obwohl das eigentlich Emissionen sind, die letztlich der landwirtschaftlichen Produktion zugutekommen. Ist das richtig? Ja, da muss man allerdings sagen,
Energie, also Treibstoff, Transport etc. macht tatsächlich in dem Agrarsektor einen relativ geringen Anteil aus. Also es ist tatsächlich unter 10% der agrarbedingten Emissionen. Also Lachgas und Methan überwiegen da bei weitem. Mhm. Was noch interessant ist, sind die Stickstoffdünger. Also das Haber-Bosch-Verfahren ist extrem energieintensiv und das wird aber auch dem Industriesektor tatsächlich zugemessen. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich hatte schon gesehen, dass Fragen im Chat aufgetaucht sind. Ich springe mal hier kurz nach oben. Oh, das sind ja schon wieder eine ganze Menge. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich fange mal mit der ersten an. Da bedankt sich Michael Berger, auch noch Impulsgeber morgen, für den Vortrag und fragt, für wie ambitioniert halten Sie die deutschen Klimaziele im Sektor Landwirtschaft? Also da geht es ja darum, Klimaschutzgesetz und so weiter. Und wir wollen irgendwann Klimaneutralität erreichen, auch in der Landwirtschaft, haben aber jetzt erstmal Ziele gesetzt für 2030, Emissionsminderungsziele. Und Herr Berger möchte eben wissen, sind die ambitioniert, sind die überambitioniert, unterambitioniert, wie auch immer. Ja, gemessen an dem, wo wir längerfristig hinwollen, Klimaneutralität, sind die natürlich zu unambitioniert. Die Kurve im Agrarsektor ist ja sehr flach. Das heißt aber nichts anderes, als dass nach 2030 dann die Kurve deutlich steiler nach unten gehen muss. Das liegt aber daran, dass die technischen Emissionen im Agrarbereich einfach schwieriger zu reduzieren sind. Also sie können zwar bei der Güllelagerung und bei der Präzisionsdüngung und so weiter was machen, aber die Ernährungsseite spielt eben eine wichtige Rolle. Und da ist ein bisschen die Diskussion, da wurde ja am Ende mit Herrn von Kammern auch schon drüber gesprochen, sie können das nicht alleine auf der Produktionsseite lösen. Sie müssen Produktion und Konsum gemeinsam betrachten. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Aber klimaneutral heißt klimaneutral. Und da kann man sich auch nicht herausstehlen. Also die Methan- und Lachgasemissionen müssen so weit wie möglich gesenkt werden. Und das, was dann tatsächlich nicht zu reduzieren ist, muss durch Senken ausgeglichen werden. Und das ist eine große Herausforderung. Ja, die Ziele sind langfristig nicht ambitioniert genug. Okay, dankeschön. Und dann wurde das Thema Agro-PV nochmal angesprochen, auch eher kritisch hinterfragt, ob das Ganze nicht nach wie vor so teuer ist, dass entweder eher die Grenzertragsflächen damit zugebaut werden oder man dann lieber den Acker sozusagen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb nimmt, um ihn dann vollständig für Photovoltaik zu nutzen, wenn ich die Anmerkung richtig verstanden habe. Ist das also eher ein schöner Traum oder steckt da wirklich Potenzial drin? Na, ich würde sagen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz klar zu sagen. Wichtig ist, glaube ich, mit Pilotprojekten an verschiedenen Standorten mal anzufangen. Es gab jetzt ganz kürzlich eine Studie vom Thünen-Institut und von der Universität Hohenheim, wo das Potenzial für Deutschland mal errechnet wurde. Aber wie bei vielen Technologien, es ist ja so, man muss mal irgendwo anfangen und da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Also wenn Sie mal schauen, wie sich die Windenergie und wie sich die Solarenergie in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, ist es ja extrem, wie die Effizienz und die Kostensenkung vonstatten gegangen ist. Also das lässt sich schwer vorhersagen, vor allen Dingen auch, wie weit man das hochskalieren kann. Und wenn erstmal Anreize gesetzt sind, entweder durch politische Förderung oder auch durch Besteuerung von Emissionen, dann werden natürlich viele Akteure, viele Firmen, viele Forschenden neue Verfahren entwickeln oder die bestehenden Verfahren verbessern. Also ich sehe da ein großes Potenzial, denn die Fläche, die man bräuchte, ist nicht sehr hoch, nicht sehr groß. Und welche Flächen man dann nutzt, ja, das kommt natürlich dann auch auf die Wirtschaftlichkeit an. Also wie groß ist der Ertrag, den ich mit meinen Solarzellen dann habe? Mit welcher landwirtschaftlichen Nutzung lässt sich das kombinieren? Und das Gleiche gilt natürlich für das, was ich gesagt habe zum Thema gemischte Systeme, Agroforst, Hecken etc. Das hängt ja entscheidend davon ab, wann
biomassebasierte Rohstoffe wie Dämmstoffe, wie Holz als Baustoff, wie schnell diese Stoffe wettbewerbsfähig werden mit der Verteuerung der fossilen Energieträger. Aber da wir komplett aus den fossilen aussteigen müssen, längerfristig, das ist ja nicht anders denkbar, wird es entweder durch hohe CO2-Preise oder durch stringente Regulierung dazu kommen, dass die Nachfrage nach biomassebasierten Rohstoffen ansteigen wird. Ja, und da sehe ich, genau wie bei den erneuerbaren Energieträgern, die Nachfrage wird riesig sein. Und da wird eher wahrscheinlich das Problem sein, dass der Druck auf die Fläche darauf eher wächst, sodass man dann wieder aufpassen muss, dass man nicht andere Ziele auch aus dem Blick verliert. Aber ja, das kann man nicht alles vorhersagen. Man muss aber mal irgendwo anfangen, um dann zu sehen, wie man das hochskalieren kann. Okay, danke schön. Jetzt purzeln hier die Fragen nur so rein. Teilweise sind es auch keine Fragen, sondern interessante Hinweise. Die können wir nicht alle aufgreifen. Das ist teilweise einfach zu viel und zu komplex. Ich versuche mal, händelbare Fragen ausfindig zu machen. Eine Frage: Für wie anpassungsfähig halten Sie das derzeitige System der Landwirtschaft in Europa und Deutschland? Das muss ja alles doch etwas schnell gehen, aber die neue GAP ist ja doch nicht so stark geändert. Das Thema werden wir allerdings morgen noch intensiv behandeln, also vielleicht darauf nur eine ganz kurze Einschätzung so aus Ihrer Perspektive. Zum Thema Agrarpolitik gibt es ja, glaube ich, gleich auch noch einen weiteren Vortrag. Das ist natürlich auch nur der eine Aspekt. Das bringt mich ein bisschen zu dem zurück, was ich vorhin noch kurz sagen wollte. Beim Thema Anpassung ist es natürlich so, wenn die Landwirtinnen und Landwirte das Gefühl haben oder jetzt schon merken, dass sich die Verhältnisse verändern, hat ja jeder Betrieb direkt ein Eigeninteresse, sich so gut wie möglich anzupassen. Das heißt, bei der Anpassung gibt es natürlich einen direkten individuellen Anreiz, was zu tun. Während beim Thema Vermeidung, Emissionsreduktion, ist es natürlich leichter zu sagen, naja, das sollen wir erstmal die anderen Sektoren machen oder das sollen die anderen Regionen machen, bevor ich jetzt hier einsteige. Also ich halte generell die Situation hier bei uns in Mitteleuropa noch für relativ günstig. Also zum einen sind wir immer noch in einer gemäßigten Region. Also wir werden mit Sicherheit, anders als zum Beispiel der Mittelmeerraum, wo es mit Sicherheit auch extrem deutlich wärmer werden wird, aber auch extrem noch trockener werden wird, sind wir hier immer noch in der Zone, wo wir noch ein relativ gemäßigtes Klima haben und wir haben natürlich relativ gute Anpassungsmöglichkeiten. So, das aber auch da, ich habe ja gesagt, das ist pauschal nicht so einfach zu sagen. Wenn Sie in bestimmte Regionen von Brandenburg jetzt schon kommen, ja, östlich von Berlin, da ist es teilweise so trocken. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr noch nicht mal 300 Millimeter Niederschlag gesehen, vielleicht gerade drüber. Ich könnte jetzt nachgucken hier bei unserer Wetterstation auf dem Gelände. Ja, das ist einfach sehr, sehr wenig. Und wenn Sie dann auf dem Sandboden sind, da haben Sie nicht mehr so wahnsinnig viele Optionen. Also auch das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr lokal unterschiedlich zu beantworten ist, weil wenn Sie auf der anderen Seite, so wie ich ursprünglich, von einem Marschbetrieb kommen mit einem sehr, sehr guten Boden, ja, da macht es nichts aus, wenn es so trocken wird. Ne? Also da gibt es dann andere. Also das kommt wirklich auf die lokalen Bedingungen an. Aber generell würde ich sagen, wir sind hier doch noch sehr, sehr gut aufgestellt, auch was den ganzen Hintergrund bei der Forschung und Versuchswesen und auch die Pflanzenzüchtung etc. angeht. Mhm. Bevor ich jetzt die nächste Frage aus dem Chat aufrufe, nochmal die Frage so an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Möchte jemand vielleicht auch mündlich eine Frage einbringen? Dann nur Mut, dann bitte das Handzeichen benutzen, dann können wir Sie gerne mit zuschalten. Vielleicht kann ich gerade auf den letzten Punkt, der gerade im Chat da noch ist, zur Frage Bodenbiologie, regenerative Landwirtschaft. Genau. Also ne, Sie hatten ja auch betont, dass die Innovationen ganz wichtig sind und dass Sie da auch sehr drauf hoffen. Und jetzt ist die Frage, ob und inwiefern das tatsächlich in der Modellierung auch schon abgebildet ist. Ja, ich würde sagen, zum Teil. Also ich glaube, da wird auch zu geforscht. Ich meine, man muss natürlich sagen, gerade Bodensysteme, das ist alles schon sehr, sehr komplex, aber wir selber machen auch Szenarien zu Bodenkohlenstoff etc. Was ich interessanter finde, ist ein bisschen breitere Perspektive auf Produktionssysteme. Also über die letzten Jahrzehnte war es natürlich oft so, dass aufgrund
der Kostenstrukturen und der Arbeitswirtschaftlichkeit, also jetzt gerade mal in den intensiv produzierenden Regionen, der Fokus nicht so sehr auf Vielfalt war, der Fokus nicht so stark vielleicht auf Humusgehalt im Boden war, weil es ein System gab, was unter relativ stabilen Bedingungen jetzt auf Ertragsoptimierung ausgerichtet war. Und gerade mit dem Thema Resilienz vielleicht mehr jetzt ein Fokus drauf ist, ja, wie kann man jetzt in einem Produktionssystem diese verschiedenen Aspekte, die ich aufgeführt habe, mehr integrieren. Also ich sage jetzt mal, absehbar wird sein, dass der Stickstoffdünger teurer wird. Es muss was für die Artenvielfalt getan werden. Ein höherer Humusgehalt ist sowieso gut für die Bodenfruchtbarkeit, speichert aber oder ist auch besser für die Wasserhaltefähigkeit. Also ich glaube, es kommt ein bisschen mehr diese vielfältigen Zielbeiträge von dem landwirtschaftlichen System in den Blick. Und das ist ja erstmal eine gute Sache. Ist natürlich auch eine Herausforderung, weil, wie gesagt, das Ganze muss auch wirtschaftlich sein unter den gegebenen Preis-Kosten-Relationen. Ja, es muss wirtschaftlich sein, das ist der eine Faktor, aber es ist natürlich dann auch komplexer und natürlich auch für die Politik noch schwieriger, komplexe Systeme sozusagen durch politische Maßnahmen zu flankieren, als, was weiß ich jetzt, bestimmte Prämien auszuloben für bestimmte Einzelmaßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich, so wie es die GAP ja jetzt vorsieht. Also ist immer die Frage, es hört sich gut an mit ihren synergetischen Systemen, aber ob es tatsächlich politisch und dann auch für den Landwirt so praktikabel sein wird, also ich hole da einfach mal tief Luft an dieser Stelle. Ja, aber es ist so, und ich will jetzt nichts zur Politik sagen, das kann mein Kollege Sebastian Lackner gleich machen, der ist da vielmehr der Experte. Es ist ja so, auf der einen Seite gibt es diese klar definierten Ziele. Und ich sage mal, die drei großen Probleme sind, oder ja, das Klimaproblem, Anpassung und Vermeidung, worüber ich gesprochen habe. Es gibt das Problem des Artenschutzes, was seit Jahrzehnten bekannt ist und wo nicht genug getan wird. Und die Landwirtschaft ist hauptsächlich verantwortlich. Und es gibt das Problem der Stickstoffüberschüsse, immer noch und auch seit Jahrzehnten. So, für all dies gibt es Ziele, die kann man auch nicht vom Tisch wischen. Das heißt, um diese Ziele zu erreichen, sind politische Rahmenbedingungen notwendig. Und nun ist es ja so in Europa, wir haben ja die GAP und ich bin fast sicher, dass Sebastian Lackner da gleich was zu sagen wird. Also die Instrumente, die wir schon haben, also zum Beispiel Flächenprämien oder auch andere Maßnahmen, die es ja schon gibt, die sind ja schon da. Die müssen aber natürlich stärker auf die Erreichung dieser konkreten Ziele ausgerichtet werden, was sie bis jetzt nicht waren, weil sie bis jetzt eher aus der Historie kamen und zum Teil Kompensation für Preisinstrumente waren. Also ich glaube, das Bewusstsein muss vielleicht noch deutlicher werden und dann müssen einerseits die vorhandenen Instrumente stärker ausgerichtet werden auf diese Ziele, die erreicht werden müssen, weil wenn die nicht erreicht werden, fällt es auch negativ auf die Landwirtschaft zurück. Das ist ja das Interessante. Wenn die Landwirtschaft nicht die Emissionen reduziert, trägt sie mittelbar dazu bei, dass sich auch die Produktionsbedingungen verändern durch den Klimawandel. So, das heißt, die vorhandenen Instrumente sollten sicherlich stärker auf diese Zielerreichung ausgerichtet werden. Und wo das nicht reicht, muss man dann noch über weitere Maßnahmen nachdenken. Und ich will jetzt nicht noch ausholen zum Thema Emissionsbepreisung, aber wir haben ja schon ein Emissionshandelssystem für die wichtigsten Sektoren. Und natürlich kann man auch darüber diskutieren, den Emissionshandel auf den Agrarsektor auszudehnen. Ich meine, ich weiß, dass das kompliziert ist, aber ich halte das nicht für unvorstellbar. Mhm. Und dann hätte man auch klare Anreize, die Produktionssysteme in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Mhm. Danke auch für die letzte Anregung, die Sie hier gerade gegeben haben. Ich sehe noch eine Meldung im Chat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Frage ist oder eher Hinweis auf eine Literaturstelle, wo man dann auch die Antwort schon findet. Also insofern würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es keine Frage an Sie ist. Es ging da nochmal um den Anteil der Flächen für Agro-PV-Nutzung. Dann kommt aber noch eine letzte. Ja, die Zahl habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber das müsste sich relativ leicht rausfinden lassen. Ich kann aber auch gleich nochmal
einen Link zu dieser Studie von der Uni Hohenheim nochmal in den Chat stellen. Ja, und dann merkt ein Teilnehmer an, dass gerade in der aktuellen Situation die Menschen doch zurückhaltender sind, was den Konsum nachhaltig erzeugter und hergestellter Lebensmittel betrifft. Teilweise aber auch wegen mangelndem Wissen. Okay, gut. Ja, vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz sagen. Also natürlich sind wir aktuell in einer unsäglichen Situation, dass es natürlich extrem schwierig ist, jetzt über diese langfristig oder ja, diese längerfristigen Prozesse, die auf uns zukommen, in dieser aktuellen Situation darauf zu reagieren. Andererseits muss ich aber auch sagen, es wird sehr viel über das Thema Lebensmittelverschwendung oder Verluste gesprochen. Ich glaube, Herr von Kramon hatte das vorher auch gesagt, dass gerade in den reichen Ländern ein Großteil der Lebensmittelverluste auf der Konsumseite tatsächlich entsteht. Da würde ich jetzt ja mal argumentieren, also wenn jetzt, wo wir diese Inflation haben und die hohen Preisausschläge bei den Nahrungsmitteln, wenn jetzt, wäre doch ein Anreiz gegeben, tatsächlich von Konsumentinnen und von jedem von uns zum Beispiel diese Lebensmittelverluste einzuschränken. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich das in den Zahlen niederschlägt. Natürlich gibt es da ein Potenzial von Einsparung. Ich hoffe, dass es auch Forschende gibt. Ich weiß nicht, ob Stefan von Kramon da was zu machen. Also jetzt wäre ein sehr interessantes Experiment zu sehen, ob die Leute darauf tatsächlich reagieren. Das wäre ja eigentlich im eigenen Interesse. Jawohl, da habe ich eben einen Daumen hoch gesehen, auf jeden Fall Zustimmung. Wir sind am Ende Ihres Parts angekommen. Herr Professor Lotze-Kampen, herzlichen Dank nochmal für den Vortrag und auch die engagierte Beantwortung all der Fragen, die hier aufgetaucht sind. Und auch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen Dank für Ihre Fragen, dass Sie sie gestellt haben.